Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Das letzte Mal haben wir da den Explorer ein bisschen durchgemacht, haben gesehen, okay, es gibt eine Dateistruktur unter Windows und wie man die bedient im Explorer, haben irgendwas kopiert und so weiter. Nun, heute wollen wir das ein bisschen verfeinern und wollen Sie auch schon, weil wir sehen ja, aha, da gibt es ja viel mehr. Da gibt es ja sehr viel mehr. Ja. Da unten fand man das jetzt an, was wir besprochen haben. Dieser PC und dann C und D und das sind irgendwelche Netzlaufwerke. Naja, okay. Ja. Wie machen wir das? Ja. Also zum Beispiel C, ich gehe auf C, Benutzer, HP, dann habe ich da OneDrive und da habe ich ein Dokument. Das sind meine eigenen Dokumente. Das sind meine eigenen Dokumente. So schaut das halt aus bei mir. Vielleicht ist irgendwo weniger los oder manche legen sich da einfach ungefragt irgendwas ein. Ja, das mag ich gar nicht, aber okay. Ja, soll halt so sein. Gut. Ja, und jetzt meine Videos zum Beispiel, jetzt wo ich eines aufnehme, das liegt unter D-Videos. Ja, das habe ich dort hineingespeichert. Und das sind beides Orte, auf denen ich relativ häufig arbeite. Und es wäre doch schön, wenn ich da einfach irgendwie schnell wechseln könnte zwischen diesen beiden Orten und nicht da links immer suchen muss, wo muss ich hin, wo muss ich da hin, OneDrive, Dokumente daher. Das wäre ja schön. Ja? Geht denn das? Ja, das geht. Man kann sich einen sogenannten Link erstellen. Ja? Man kann sich einen sogenannten Link erstellen. Da haben wir an zum Beispiel ein Schuleverzeichnis, aber egal. Rechte Maustaste, neu, ja, und hier Verknüpfung. Hier heißt das eben Verknüpfung. Ja, eine neue Verknüpfung. Ja. Und diese Verknüpfung möchte ich jetzt, geben Sie den Speicher als das Element sein, durchsuchen. Ja, und jetzt sage ich, das ist dieser PC, D, Videos. Da möchte ich hin. Okay. D-Videos, weiter. Jetzt kann ich noch einen Namen eingeben. Videos, passt schon, super. Und jetzt ist dieser Link da, da ist er. Und wenn ich da jetzt einen Doppelklick drauf fahre, bin ich in D-Videos. Das ist ein sogenannter Link. Einen Link kann ich nicht nur auf Verzeichnisse erstellen, sondern auch auf Dateien. Das heißt, die Datei kann irgendwo liegen, wenn ich den Link anklicke, pack, öffnet man die Datei von irgendwo. Okay? Und darüber Kann ich denn da auch einen Link erstellen? Da, neu, Verknüpfung und so weiter. Ja. Wenn ich das hier und die verziehe und Alt drücke, ja, und hier sage ich in Videos hinein und hier lasse ich es los, dann ist da in Videos auf einmal ein Link erstellt, hoffentlich. Wo ist er? Dokumenteverknüpfung, da ist er. Ja? Da ist er, zack. Wie hat er das jetzt gemacht? Nur mal. Ja? Ich möchte in den Dokumenten, zum Beispiel, ja, möchte ich einen Link erstellen. Der geht jetzt da nicht auf Videos, sondern auf Aufnahmen. Videosaufnahmen. Ja. Da sind, bist du narrisch, das sind viel. Ja. Das sind so, was ich so jetzt gerade aufzeichne. Ein Teil davon ist das Video, was ich gerade, das kommt da in das Verzeichnis hinein. Ja. Und jetzt muss ich da einen Link erstellen. Dann nehme ich das Verzeichnis hier, drücke die Alt-Taste, alternativ auf dem Keyboard, Alt wird gedrückt, nehme das, ziehe das dorthin, wo ich es haben will, ja, Alt-Taste lasse ich gedrückt und lasse es hier in den Dokumenten fallen. Wupp. Dann lasse ich die Alt-Taste los, Dokumente, und jetzt sollten wir hier irgendwo, hoffentlich, Aufnahmeverknüpfung, da ist es, Aufnahmeverknüpfung haben. Ja. Doppelklick, bin drauf. Also so kann man auch Verknüpfungen erstellen, indem man die Alt-Taste mit Drag-and-Drop verwendet. Und jetzt sehen wir, hier ist eigentlich
was ist denn da los? Ne? Da schaut es ja ganz anders aus. Da schaut es ja ganz anders aus wie hier. Ja? Da, und da sind auch Videos drinnen, ne? Da ist die Ansicht ganz anders. Ja, da haben wir eine Ansicht und da in den Aufnahmen ist es irgendwie eine andere Ansicht. Ja? Windows speichert für jeden, also der Explorer merkt sich für jeden Ordner, wie man das angezeigt haben will. Das kann man hier unter Anzeigen ändern. Ja? Da gibt es eben extra große Symbole. Das ist für die Blinden. Ja? Oder wer es braucht, ist ja egal. Ja? Dann gibt es große Symbole, das wie es zuerst eingestellt war. Da gibt es mittelgroße Symbole. Mittelgroß ist gut. Ja? Das ist schon ziemlich fuzzi, finde ich. Kleine Symbole, da ist jetzt überhaupt kein Thumbnail mehr, sondern da sind nur mehr die Symbole des Programms, mit dem das geöffnet werden würde. Ja. Dann gibt es eine Liste, unterscheidet sich nur marginal. Ja. Dann gibt es Details, und das ist das, wie wir zuerst gesagt haben, da sehen wir auch die Länge und die Größe und das Datum, wann die Aufnahme ist. Das ist manchmal sehr wichtig, können auch anhand dieser Sachen sortieren. Und diese Datei zum Beispiel entsteht gerade. Ja? Die da, 3.3.2023, das ist heute, um 9.40 Uhr ist die angelegt worden. Das ist die Datei, die ich gerade aufnehme. Ja, das ist halt da, deswegen steht da 0 Kilobyte, weil das wird das auf die Festplatte geschrieben, das ist cached in, egal. Ja? Also, wenn man da oben wechselt unter Anzeigen, Details, Kacheln kann man noch. Was ist da? Wenn es gekachelt. Also ich weiß nicht, wer das alles braucht. Aber okay. Weißt? Ich habe gern die Details, weil ich möchte das sehen, wann das aufgenommen ist. Ja? Da zum Beispiel. Ja? Der MAH0017 ist am 29.03.2021 aufgenommen worden. Passt. Geh mir aus. Ja? Kann man nach Größe sortieren dann zum Beispiel. Ja, wenn man da 2,3 GB eine Datei, die heißt, ich mache es jetzt nicht. Gut, also das ist links. Ja. Und da oben, das ist eigentlich nichts anderes. Das oben, das ist nichts anderes, da haben wir einen Link zum Desktop. Desktop ist Desktop. Ja. Das ist der Desktop. Ja. Dann ein Link zu den Downloads, ja, ein Link zu den Dokumenten, ein Link zum Musikordner, ein Link zu Bilderordnern, ein Link zu den Videoordnern, die defaultmäßigen und so weiter. Die stellt das schon für uns dar. Ja. Da gibt es so Shortcuts oder Links. Das ist nichts anderes wie so ein, technisch nichts anderes wie so ein Link. Okay? Deswegen ist das Ganze hier oben so dargestellt, ein bisschen losgelöst von der tatsächlichen Ordnerstruktur. Und da oben haben wir auch eine Sache, die steht Heinz persönlich. OneDrive Heinz persönlich. Das ist der OneDrive-Ordner. Und über OneDrive werden wir das nächste Mal sprechen. Das ist ein Cloud-Dienst von Microsoft, den wir benutzen können. Und den möchte ich herzeigen. Es gibt andere Cloud-Dienste von anderen Herbietern, aber der ist halt in Windows integriert. Ich verwende den. Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man ein paar Sachen beachtet und auf die möchte ich hinweisen. Nächstes Video, OneDrive. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.